Wenn es darum geht, Sie in höherem Alter noch in Ausbildung, Sie sagten 60% haben teilweise keine Ausbildung, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, auch in höheren Altersstufen, da ist ja mit der Erstausbildung dann schon mal schwierig, dann entsprechende Plätze zu finden. Wie gehen Sie mit solchen Fällen dann um? Dann sprechen Sie das Thema Umschulung an. Ja. Die ist ja meistens verkürzt. Wir reden ja dann nicht mehr von Erstausbildung. Wichtig ist ja, dass Sie haben ja keine Erstausbildung. Sie haben keine Erstausbildung, aber trotzdem versucht man dann, weil Sie natürlich irgendwo schon Erfahrung mitgebracht haben. Okay. Also auch ältere Menschen haben irgendwo schon gearbeitet, kennen Betriebe, kennen Betriebsabläufe. Ja. Da sind auch Kenntnisse vorhanden, die man für eine Umschulung verwerten kann. Aber quasi nonformell. So ist es. So, und eine Umschulung muss gesetzlich verankert immer um mindestens 2/3 verkürzt sein gegenüber einer originären Ausbildung. Und diesen Weg gehen wir, indem wir mit dem Kunden sprechen, was sind so seine Ziele, was kann er, was hat er bisher gemacht. Irgendwelche Qualifikationen bringt jeder mit. Auch viele informelle Qualifikationen, die durchaus verwertbar sind, auch für viele Betriebe. Das ist das Wichtige. Was im Deutschen Bundestag, da sagte einer, wir müssen auch die entwickeln, die kein Talent haben. Dann bin ich danach ans Pult gegangen und habe gesagt, entschuldigen Sie, aber so etwas gibt es nicht. Es ist nur die Frage, sie zu finden. Richtig, genau. Jeder bringt Talente mit, jeder hat Qualifikationen, hat Stärken. Und die müssen wir entdecken und weiterentwickeln. Und auch da haben wir in Oldenburg tatsächlich Spezialisten installiert. Wir experimentieren. Wir stellen natürlich Fehlerkultur, sprach die Kollegin vorhin an. Beim einen oder anderen Experiment stellen wir fest, das funktioniert so nicht, dann stellen wir uns auch wieder ein. Wir haben aber unsere Umschulungs- und Ausbildungsberater hier installiert und ich glaube, das gibt es tatsächlich nur in Oldenburg. Das sind zwei Kollegen, die wiederum mit einem guten Betreuungsschlüssel sich intensiv um diese Kundinnen und Kunden kümmern, dass auch die Talente, die jeder und jede mitbringt, entdeckt und entsprechend gehoben werden mit der entsprechenden Unterstützung in Umschulung oder Teilqualifizierung, wie auch immer. Für Migrantinnen und Migranten bieten wir etwas an, das nennt sich MySkills. Es gibt was Ähnliches von der IHK, das heißt dann Valicom. Da kann man bildgestützt, elektronisch seine Talente testen lassen und bekommt dann da auch ein Zertifikat über nonformale Kenntnisse, unabhängig von den Sprachkenntnissen. Also das kann man ohne deutsche Sprachkenntnisse dann auch machen, sodass wir da dann auch Erkenntnisse gewinnen. Was bringt denn der Kunde, die Kundin an nonformalen Kenntnissen mit? Bei den Migrantinnen und Migranten hast du ja häufig die Situation, dass sie eingebettet sind in ihre familiären Strukturen. Und genauso wie wir eben schon bei U25 die Diskussion hatten, wie trennst du dann unter Umständen auch den Einzelnen heraus, um ihn individuell betreuen zu können, ist das natürlich auch in diesen Familiengefügen, gerade in Bezug auf die Frauen, nicht gerade einfach. Welche Maßnahmen, welche Wege gehen Sie da, um dann, ich sag mal, Chancen und Möglichkeiten, manchmal kommen die ja gar nicht erst hierher? Ja, nicht hierher kommen ist natürlich nicht die Lösung. Es besteht schon eine Verpflichtung, unsere Angebote dann auch wahrzunehmen, der Beratung zugänglich zu sein. Nun sind es häufig größere Familien mit vielen Kindern und Mütter von Kindern, die unter 3 sind, sind grundsätzlich mal davon befreit, sich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen zu müssen. Das heißt, das ist eine Zeit, wo wir auf Freiwilligkeit bauen müssen. Da hilft wieder nur, was ich eingangs gesagt hatte, Gespräch auf Augenhöhe, Vertrauen gewinnen, Frau dann gegebenenfalls mit ihrem Mann hier einzuladen, ein gemeinsames Beratungsgespräch zu führen und die Augen zu öffnen. Da sind wir wieder beim Thema Wert der Arbeit. Aber ich gestehe, das ist ein dickes Brett, das wir bohren müssen. Wir haben spezielle Angebote für Frauen mit Migrationshintergrund, aber das ist dann überwiegend im Bereich Arbeitsgelegenheiten, das heißt sehr niedrigstellig. Also von der Qualifikation her niedrig. Das ist der sogenannte 1-Euro-Job. Ja, okay. Also auch von der Qualifikation her niedrigschwellig. Aber um einfach zunächst mal den Schritt nach draußen zu ermöglichen, unter Frauen zu sein, man kann auch die Kinder dann mitnehmen, einfach um diesen ersten Schritt mal zu vollziehen, als Fortschritt auf diesem Weg zur Integration in Gesellschaft und Beruf. Aber das ist eine ganz langfristige Geschichte.
Ich nehme jetzt aus den Gesprächen mit, das Ding mit der Kinderbetreuung auf der einen Seite. Das zweite, dieses Thema mit der Weiterbildung, was ja seit Anfang dieses Jahres entsprechend auch noch weiter möglich ist und verbessert möglich ist. Die Frage, die ich jetzt noch von meiner Seite und dann vielleicht auch die Frage an Sie, was sozusagen noch Punkte wären, die Sie mir mitgeben wollen, ist die Sache der Anerkennung von informell erworbenem Wissen. Weil es ja häufig so ist, wie in Deutschland sind ja leider Zertifikat verliebt. So, das ist nun mal so. Und häufig ist ja so, dass die Fertigkeiten bei Menschen durchaus, wie Sie gerade sagten, vorhanden sind. Aber es fehlt sozusagen das Zertifikat und so weiter. Ist das so? Weil das diskutieren wir gerade in der Enquete-Kommission in Berlin, Anerkennung informell erworbener Dinge, um letzten Endes noch was zu machen. Oder sehen Sie, sagen Sie, das ist kein großes Problem? Das ist insofern ein Problem, als dass ohne die formellen Abschlüsse, und der Kollege sagte, 60% unserer Kundinnen und Kunden haben keine abgeschlossene Berufsausbildung, dass man dann immer im Helfersegment arbeiten wird. Ich will aber hier jetzt nicht der Abschaffung der beruflichen Ausbildung oder der Meisterpflicht Wort reden. Das würde ich nicht tun, weil durchaus die Latte ist in Deutschland hoch und das hat eine eigene Bedeutung. Ich halte das durchaus für wichtig, dass wir diese Anforderungen stellen, auch und insbesondere im Handwerk. Ich meine das jetzt ganz, um vielleicht dazwischen zu gehen, ich meine das jetzt eher, da sind informell erworbene Dinge, die dann mit Weiterqualifizierung und Nachqualifizierung sozusagen zu Abschlüssen gebracht werden. Denn das ist ja was anderes, wenn man einem 17-, 18-Jährigen sagt, so pass mal auf, jetzt musst du mal folgende Durststrecke überwinden, und wenn du das einem 50-Jährigen sagst, nach dem Motto, jetzt fang doch mal von vorne an, das ist ja schon ein hartes Brot. Also wenn man dann sagt, komm, wir anerkennen dieses oder jenes und darauf aufbauen und dann hast du den Schritt nicht getan. Ja, das ist durchaus wichtig, kann Ergebnis einer sehr intensiven Beratung sein. Die Bereitschaft der Arbeitgeber, muss man sagen, ist in den letzten Jahren gestiegen, auch solche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann tatsächlich einzustellen. Wir machen da dann vieles über sogenannte Maßnahmen beim Arbeitgeber, das sind auf gut Deutsch gesagt Praktika, wo man sich dann auch erproben und beweisen kann. Ja. Und ich bin davon überzeugt, wenn man dann auch als 50-Jähriger oder Mitte 50-Jähriger im Betrieb ein Erfolgserlebnis hat, dass das dann auch Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammenbringt. Und nur mal so am Rande erwähnt, 14% unserer Kundinnen und Kunden hier im Jobcenter ist älter als 55 Jahre. Auch die gehen natürlich nicht verloren und integrieren sie sehr häufig noch in Arbeit. Gut, und was wären so Dinge, wo Sie sagen, das würden wir Ihnen gerne noch mitgeben? Was würden wir gerne mitgeben? Ausreichende Personalausstattung hatten wir erwähnt, Kinderbetreuung hatten wir auch erwähnt. Werben für die berufliche Ausbildung, die akademische Ausbildung ist sicherlich wertvoll. Ich glaube, wir haben hier alle eine, aber die berufliche Ausbildung ist gleichwertig mit einer akademischen Ausbildung. Das darf man kann man nicht oft genug sagen. Deckung Fachkräftemangel. Wenn man jetzt Fachkräftemangel sich anschaut im Bereich Erziehung und Pflege beispielsweise, wäre es politisch sicherlich diskussionswürdig, nicht nur, wie es ja jetzt angefangen wurde, das Schulgeld abzuschaffen, sondern auch eine Ausbildungsvergütung zu zahlen. Das würde sicherlich die Attraktivität in diesen Berufen, der Ausbildung in diesen Berufen erhöhen. Gut, das sind ja die Wege, die wir jetzt beschreiten. Das Berufsbildungsmodernisierungsgesetz wurde ja gerade vor, glaube ich, letzte Woche haben wir das im Bundestag debattiert. Da habe ich dann auch mal gesagt, es nützt den jungen Leuten nichts, wenn wir immer vor sie hinstellen und dann sagen wir, die Ausbildung ist gleichwertig, wohl aber nicht gleichartig. Dann gucken die einen an und sagen, worüber redet der Mann da? Ich glaube, da sind einfach ganz banale Mindestausbildungsvergütungen, wenn sie auch nur sehr wenige betreffen, ist ein Teil, die Befreiung vom Schulgeld ist ein anderer. Ich erinnere noch auch die Gespräche mit jungen Leuten, wenn es dann um Gebühren für ihre Ausbildung ging, im akademischen Bereich, völlig verwundert waren, wenn ich ihnen erzählte, was im Bereich von Physiotherapie, was im Bereich von Pflege und dergleichen mehr Schulgeld zu zahlen ist. Das war teilweise überhaupt nicht bekannt. So, und ich habe damals gesagt, das war ja 2013, wenn wir uns entscheiden wollen, Ausbildung
kostenfrei zu setzen, dann ist es eine gesellschaftliche Entscheidung. Dann sollten wir auch fair allen gegenüber sein und nicht nur in dem einen oder anderen Bereich. Und darüber freue ich mich auch, dass es gestern haben wir da eine Pressemitteilung vorausgegeben, Ausbildungs AFBG, Aufstiegsförderungsgesetz, also Aufstiegs-BAföG heißt das dann. Meister-BAföG, genau. Wo dann halt das Ziel ist, wirklich zu ermöglichen, dass nicht mehr wie jetzt nur eine Weiterbildungsstufe finanzierbar ist, sondern sukzessive alle Weiterbildungsstufen finanziert werden können, mit der klaren Aussage, wenn man danach sogar in die Selbstständigkeit geht, Betrieb übernimmt oder dergleichen mehr oder einen gründet, dann wird man komplett von den Kosten freigestellt. Und bis 2023 so ein Ziel, dass dann in Analogie und dann kommen wir wirklich zu Gleichwertigkeit, dann auch die Zins, das Ganze zinsfrei zu stellen, in Analogie letzten Endes zum BAföG. So, und das sind Ziele und da freue ich mich, dass wir das jetzt auf eine ganz vernünftige Art und Weise auf den Weg gebracht haben. Und wo Sie jetzt die verschiedenen Leistungen ansprechen, ein Herzenswunsch aller Jobcenter ist es, glaube ich, seit 2005 und auch da ist man ja politisch in der Diskussion, das Leistungsrecht massiv zu vereinfachen. Ja. Wenn ich sehe, wie viele Leistungen in einer Bedarfsgemeinschaft teilweise geprüft werden müssen, von SGB-II-Leistungen im sogenannten Hartz IV über dann aufstockend ALG I, Arbeitslosengeld I, Kinderzuschlag, Wohngeld, gegebenenfalls BAföG, das eine schließt wiederum das andere aus. Das ist ein hochkomplexer Vorgang, in dem mehrere Behörden eingebunden sind, Kindergeld vielleicht dann noch als Stichwort. Man könnte das alles, glaube ich, deutlich verschlanken, was wiederum dazu beitragen würde, dass Bürgerinnen und Bürger mehr Vertrauen in Verwaltung hätten und das Gespräch auf Augenhöhe dann auch leichter fiel. Herr Albani, danke für den Besuch. Ich freue mich, dass Sie da gewesen sind. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einen Einblick in den Facettenreichtum unserer Tätigkeit bieten, aber auch in das, was hier geleistet wird. Unsere Kolleginnen und Kollegen geben hier jeden Tag ihr Bestes, nicht immer unter den besten Bedingungen, muss man sagen. Wir erreichen hier sehr viel. Wir haben in Oldenburg eine sehr gute Integrationsquote, auch bei den Langzeitbezieherinnen und Beziehern. Das sind wir in einem intern-geführten Ranking tatsächlich auf Platz 1. Aber das ist der guten Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschuldet. Ich hoffe, davon konnten wir Sie heute überzeugen. Ich würde mich freuen, wenn Sie in einiger Zeit wieder vorbeikämen. Wir entwickeln uns immer weiter. Wir haben stets neue Projekte. Ich lade Sie gerne jederzeit wieder ein und freue mich über einen weiteren Besuch. Genau, spätestens in 3 Jahren wieder. Ja, alles klar, wunderbar. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.